Herzlich willkommen zu einer weiteren Heimatgeschichten. Wir sind diese Woche im Landkreis Freising in der Gemeinde Kranzberg. Im Jahre 826 das erste Mal erwähnt, leben dort heute um die 4200 Menschen. Wir haben den Weltwald besucht, haben eine Harfenistin kennengelernt und waren bei der Waldkapelle St. Clemens. Und heute geht es um die bedeutende Geschichte der Gemeinde Kranzberg. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, wir treffen jetzt hier im alten Schulhaus gleich die Person, die wirklich hier alles über den Ort weiß. Er war lange Jahre zweiter Bürgermeister, ist Gemeindearchivar und Ortschronist. Und den Alfons Berger, den suche ich jetzt auf. Alfons, also du bist derjenige, der sich hier total auskennt mit der ganzen Geschichte Kranzbergs, oder? Kann man so sagen, ja. Und erzähl mal, also wann ist Kranzberg entstanden? Was weiß man da? Ja, wie gesagt, 826 ist dieser erste Hinweis von Berg und wahrscheinlich ist eben Berg nicht gemeint, sondern Kranzberg. Kranzberg. Wir haben etwa um 1200 ein Geschlecht der Kranichsberger. Mhm. Kranichsberg, Berger deutet auf Kranzberg hin. Mhm, ja, stimmt. Ja, das hört könnte ja also so entstanden sein. Mhm. Ja, und dann war eben ab 1200 das Landgericht bereits im Entstehen. Mhm. Und dieser Landgerichtsbezirk, der geht also bis, wie Sie hier sehen, Fredmering. Mhm. Kennen Sie alle, Markt Indersdorf wahrscheinlich auch. Ja. Und dann runter bis Langenbach. Kranzberg war also so ziemlich in der Mitte. Ah. War ein kleines Handwerkerdorf. Ja. Und warum das Kranzberg zum Gerichtssitz gehoben worden ist, vermuten wir, dass der bayerische Herzog mit dem Bischof in Freising halt gesagt hat, hier muss ich möglichst nahe rangehen, ja, damit mir der Bischof nicht zu mächtig wird. Ach so. Ja, das könnte, ja, sind aber Vermutungen, mhm, nicht? Aber das wird so ja auch in der Literatur etwa so beschrieben. Mhm. Ja, also war das ja wirklich ein sehr wichtiger Ort. Wie alle anderen Gerichtsorte, also Dachau, Pfaffenhofen, mhm, Wolfratshausen und so weiter, also Erding. Erding war ein sehr bedeutendes Gericht und eben auch Kranzberg. Und da, hier sieht man sogar noch, ja, das neue, also das Gerichtsgebäude. Das Gerichtsgebäude. Ah, um 1900. Da ist das, mhm, Bild gemacht worden, vermuten wir. Wir, mhm, haben kein Datum. Mhm. Und es ist dann eben, ab 1804 ein landwirtschaftlicher Betrieb gewesen und auch eine Gastwirtschaft. Mhm. Und das ist wahrscheinlich die ganze Belegschaft, mhm, die Bild, da sich, ja, aufgereiht hat. Mhm. Ja, was für mich also ganz besonders interessant war, 1992 gab es die erste Landesausstellung in Straubing, mhm, Bauern in Bayern. Mhm. Und ich schaue mir dieses Bild an, ha, Kranzberg, das gibt es ja nicht, 1612. Steht das irgendwo, ja, oder wie? Das steht, ach, das steht da irgendwo. Das steht wo. Ach, na. Ich kann das hier, aha, nicht mehr lesen. Und der Text, der hier eben darunter steht, Scipio Gartmeier, der Richter und Pfleger, dann mit seinen beiden Advokaten und den streitenden Parteien. Und als Mahnung ist dieses Bild gedacht, und zwar, weh, du schwörst einen falschen Eid, dann packt dich der Teufel hier mit den Hörnern und schmeißt dich in den Rachen des Höllenhundes. Mhm. Also eine Mahnung, ja, keinen falschen Eid zu schwören. Das ist also hier dargestellt und die Fenster hier sind heute noch genauso wie hier. Also wir haben dieses Bild tatsächlich 1612 aus Kranzberg und hängt natürlich im Germanischen Nationalmuseum in Nürnberg. Also wir haben es nicht hier. Ja, okay. Aber wow, wir sind ja froh, dass wir es überhaupt haben. Ja, stimmt. Ja, dann eben das Schlossbild dürfte jetzt auch von 1612 sein. Mhm. Dann haben wir hier den sogenannten Sedelhof, mhm, Sellbauer sagen wir hier im Dorf. Dann das Überreiterhaus, das ist hier das her, das, mhm, kann man also noch erkennen, das steht noch. Ach, das gibt es auch noch. Wir waren Grenzgebiet bis 1505, da waren wir Niederbayern, Bayern-Landshut haben wir gehört. Mhm. Und da war eben hier die Grenze, die Isar, also die B13 und die B13. Die Isar, mhm, runter, ja, und die B13 hier entlang läuft die B13. Ja. Das war also Grenzgebiet und da mussten eben die Grenzwächter hier wohnen, mit Pferden natürlich, und haben
die Grenze gesichert. So viel, also das ist jetzt hier der Wenningstich. Man kann, das Schloss wurde ja 1632 abgebrannt von den Schweden. Mhm. Am Christi Himmelfahrtstag kamen da die Schweden. Okay, da ist nichts mehr davon da. Nichts mehr. Mhm. Ja, also. Die Bauern mussten 460.000 Ziegelsteine nach München fahren zum Marstall der Residenz. Echt? Von zum Bau hier, der Residenz. Die sind heute noch da, die Ui. Steine nicht. Ach. Mit den restlichen Steinen haben sie hier diese Kapelle gebaut. Aha. Dann. Weil ja hier auch eine Kapelle schon drinnen war. Mhm. Und war dem heiligen Pantaleon geweiht. Mhm. Ein Heiliger, der zu den 14 Nothelfern gehört. Mhm. Also ein bedeutender Heiliger. Ja. Auch der Patron der Ärzte, weil man hat ihm die Hände auf den Kopf genagelt. Mhm. So wurde er hingerichtet. Ja, der Wenningstich natürlich, also mit dem Dorf, ja. Leuten und Häusern und so weiter. Mhm. Ja, dann war eben auf dem Pantaleonsberg nach 1807 nichts mehr. Der bayerische Staat wollte die Kapelle nicht unterhalten. Er hat gesagt, weg damit. Mhm. Und dann sind wir eben hier nur noch eine Wiese. Und die Nationalsozialisten haben dann gemerkt, das ist ein schöner Platz. Ja. Da bauen wir unser HJ-Heim drauf. Und das ist ja dieses Modell von diesem HJ-Heim, das ist ja schon gesehen. Haben ein bisschen. Und das steht jetzt, das Gebäude ist immer noch da. Ist aber eben jetzt ein Museum. Das ist jetzt oben Museum. Aha. Und im Erdgeschoss Gemeindesaal. Ah, okay. Und da fahren wir jetzt hin mit dir, weil es ja hier so einen wertvollen Fund gab in der Gemeinde Kranzberg. Ja. Und da erzählst du uns dann davon. Süßes. Genau, und da machen wir aber erst eine kurze Unterbrechung. Wir sind in der Gemeinde Kranzberg und gehen jetzt mit Alfons Berger hoch auf den Pantaleonsberg. Denn hier befindet sich das Bronzemuseum. Also was wurde denn hier gefunden und wo? Ja, das ist hier der Bernstorfer Berg. Aha. Mit den drei Befestigungen. Wir haben zunächst natürlich Josef Wenzel aus Freising bereits 1804 diese Anlage festgestellt. Also war das eine Burganlage oder was war denn das? Das weiß man alles nicht genau. Eine Stadt aus der Bronzezeit. Das weiß man sicher. Mit einer riesen Stadtmauer, 1,6 Kilometer, 13 Hektar groß. Und wahrscheinlich haben sie doch längere Zeit gewohnt. Man weiß es natürlich überhaupt nicht. Aha. Man weiß nur durch die Eichenstämme, die hier verbaut worden sind und die nach der C14-Methode ja genau datiert werden können. Links der Graben, rechts so liegt die Stadtmauer heute noch im Boden. Also das, die ist da wirklich noch im Boden drinnen? Die kann man immer wieder feststellen. Mhm. Wir haben ja in der angefangen in diesem Bereich hier. Ja. Und dann kam das Landesamt für Denkmalpflege, für das Bodendenkmal. Die haben dann weitere Grabungen gemacht und dann erst 2004 oder 2005 kam dann die Uni Frankfurt, der Professor Krause, und die haben dann mehrere Schnitte gemacht. Aha. Und was man jetzt da sieht auf dem Bild, so könnte das gewesen sein. So weil, könnte die Stadt mal ausgesehen haben, kann aber völlig anders auch ausgeschaut haben. Aber wird da jetzt auch immer noch gegraben oder lässt man das einfach in der Erde? Gegraben wird nicht mehr. Also, man weiß, was alles drinnen war. Es war eine wichtige Verbindung zwischen dem Mittelmeerraum und der Ostsee oder Norddeutschland. Aha. Das war also sozusagen, weil mich die Ägypter waren sehr interessiert an den Bernsteinen. Mhm. Die Bernsteine sind die Tränen der Götter gewesen damals. Mhm. Wie man es hier schon sieht, gehen wir noch mal da eins weiter. Tränen der Götter, die Bernsteinfunde. Das sind die Bernsteinfunde. Und sowas hat man jetzt auch hier gefunden dann? Man hat die gefunden, ja, mit der Aufschrift. Das ist die sogenannte Linear B-Schrift, die auch in Kreta gefunden worden ist. Und was es genau bedeutet, ist noch nicht erklärbar, aber es ist eine
eine Silbenschrift natürlich, so haben mir die Archäologen aus Kreta erzählt. Und das könnte also so eine Art Stempel gewesen sein. In diesem Loch war noch ein Goldfaden. Also, und man vermutet, dass das Ganze vergraben worden ist, weil irgendein Unglück passiert ist, ob das jetzt Feuer, fremde Mächte oder sonst irgendwas stattgefunden hat. Also wenn man jetzt da buddelt, da würde man vielleicht noch mehr so Bernstein finden. Wir haben 55 Bernsteine insgesamt gefunden. Oh, so viele. Und natürlich, wir haben ja nur ganz wenige Schnitte gemacht. Als wenn man die ganze Fläche hätte auspuddeln können, dann hätte man wahrscheinlich viel, viel mehr noch gefunden. Ja. Und die schönste Fläche ist ja weggebaggert. Das ist ja das Traurige an der ganzen Geschichte, dass fast die Hälfte dieser ganzen Fläche zum Kiesabbau weggebaggert wurde. Die Baggerführer haben mir immer erzählt, dass sie immer so Zeug darunter gekommen ist. Das mussten absteigen und mussten das wieder rausheben. Wirklich? Sogar Brosi-Panzer wurden erzählt, dass sie gefunden haben. Aha. Und dass also, das war bestimmt eine reiche Stadt zwischen eben Südeuropa und Nordeuropa. Und Alfons zeigt uns noch einen weiteren, ganz bedeutsamen Fund. Diese Goldbleche, die wahrscheinlich aus Ägypten oder Nubien kommen, man aber nicht genau weiß, ob von einem Herrscher oder von einem Kultbild. Gefunden wurden sie, wie man hier sieht, von einem Bauer beim Abholzen in den Wurzelstöcken. Warst du da auch gleich vor Ort dann? Ich war natürlich auch immer dabei. Und das ist ja das Original. So hat es ausgeschaut. Ja. Ein Teil war wahrscheinlich zusammengefaltet und niedergelegt worden. Ja. Vermutet man. Ja. Ne? Spannend. Alfons, danke. Total interessant. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, müssen Sie sich merken, gell? Donnerstagnachmittag und Sonntagnachmittag hier ins Bronzemuseum. 14 bis 17 Uhr. 14 bis 17 Uhr. Danke, Alfons, dass wir hier sein durften. Bitte sehr. Das war's, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer von den Heimatgeschichten. Wiederschauen.